Pokémon. Einer der Favoriten. Dass er hier das Rennen machen wird, dass die SG Team wird rausgeschoben vom Bombardier, die hier auf Platz 2 unterwegs sind in diesem Rennen. Das ist Marcel Stoltmann, der ebenfalls ein starkes Fahrzeug hat, aber der Start von Rocky, der war so gut, dass er hier drei Fahrzeuglängen Vorsprung erst einmal mit auf den Weg nimmt. Was machen die Jungs vom Bombardier? Die fliegen hier in der Originalklasse über das Feld. Das haben sie eben schon gesehen bei Uli Kastel. Ja, das sieht man jetzt auch mal zu Stolpern. Schaut euch das an. Der holt Meter für Meter auf. Der kommt her an die Wagenqualität mit der Flugzeit. Nur der wird gleich wahrscheinlich sogar vorbeigehen. Es ist eine andere Geschwindigkeitsstufe. Das muss man einfach so sagen. Der Rocky macht die Tür zu. Er fährt jetzt Kampflinie. Wird angegriffen. Und das Bomberteam geht vorbei. Bomberteam nur nimmt die Führung. Die Zähne mit der Flugzeit auf der 2. Kugelmäuse. Auf dem dritten Platz, die Fahrzeuge vom Bombardier British fahren hier in einer anderen Liga. Sie ziehen vorbei und übernehmen wieder die Führung, sind wieder auf Platz 1 unterwegs. Marcel Schollmann, Ole Kasten, der Hüter Rocky und die Dürrmäuse, die sind gut dabei, aber die können den Bombardier nicht begleiten. Das kann nicht gehen, wird angegriffen von der Startnummer 406 hier. Der Vorsprung wird größer, wie er mit nach Hause nimmt. Er geht über die Ziellinie mit 4 Fahrzeugen im Vorsprung, Bombardier auf 1. Und Zinnewitzer Blitzer auf der 2. Wie führt er sich auf den dritten Platz, den vierten Platz für die 406. 5 das WS-Team und 6 das DSG-Team. Das war die Teamlandung noch einmal auf dem Erdball. Und sich den siebten Platz in diesem Lauf. Drittes Rennen, die Gründe.